Hallo, hier ist der Stammbus mit Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Das letzte Mal habe ich Pyritus verlassen, um einfach mal ganz kurz dieses süße Enikoro zu entkryptonisieren. Da mir kein passender Name eingefallen ist, habe ich es Mimi genannt, weil ich mal eine Katze hatte, die Mimi hieß. Ist halt so. Fertig. Es hat gelernt Geheimpower, Bitterkurs, Anziehung und Schockwelle. Und ich glaube, das war's, was ich seit dem letzten Mal gemacht habe. Unsere jetzige Mission ist... Ich werde einmal kurz hier rausgehen. Mit Grant zu reden, der sich hier irgendwo auf dem Wüstenplatz befinden soll. Hm, was für ein mysteriöser Ort wird uns da wohl erwarten? Finden wir es raus. Okay, okay, erstmal eine Reporterin. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute wieder zu Chloes Kurzreport mit bahnbrechenden Neuigkeiten. Ich wollte gerade brandneue Neuigkeiten sagen, aber scheiß drauf. Heute besuchen wir Grant, den Entdecker des Pokeplatzes. Also dem Ort, an dem wilde Pokémon auftauchen. Ja, also kurz zur Erklärung, hier in dieser Gegend Ore gibt es so gut wie kaum noch wilde Pokémon. Und dieser lustige Grant-Typ mit einem bayerischen Hut auf, ich glaube, der soll auch so einen bayerischen Verschnitt sein, deswegen werde ich versuchen, ihn so ein bisschen mit bayerischem Akzent zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, weil ich kann das eigentlich nicht, aber egal. Er hat halt Poképlätze entdeckt. Ja, meh, man hört, der Grant ist... Ist das überhaupt der richtige Akzent? Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Ja, meh, man hört Grant... Ach, verdammt, das ist die Frau! Ah, oh, super. Ich verkacke gerade die ganze Aufnahme, das ist mir scheißegal. Leckt mich alle. Man hört, Grant ist es zu verdanken, dass wilde Pokémon so unglaublich populär sind in Pyritus. Ja, wilde Pokémon sind auch toll. Herr Grant, dies ist also der Pokémon-Platz, den Sie entdeckt haben? Hallo, ich bin der Grant. Ja, das ist absolut richtig. 15 lange Jahre aufzehrend, schlaflos und nervenzerfetzter Jahre suchte ich nach diesem Poképlatz. 15 Jahre? Wirklich so lange schon? Ja, ich verliere nicht. Ja, aber wir verlieren uns in unwichtigen Details, sondern sprechen wir doch lieber über das Wesentliche, nicht Zoe. Ich heiße Chloe. Ist mir egal. Ja, okay. Ich möchte nun erklären, wie wilde Pokémon zu einem Poképlatz lockt. Ich glaube, das ist nicht bayerisch, was für ein Akzent ich da mache. Gott, bin ich schlecht. Aber es kommt, wenn man in Schleswig-Holstein wohnt, weil ich wohne da ganz im Norden und die Bayern, die wohnen da ganz unten und gehören meiner Meinung nach teilweise nicht mehr zu Deutschland. Ich glaube, wenn Bayern mir jetzt zugucken, die werden mich so lünchen, aber scheiß drauf. Ich glaube, du brauchst jetzt jemanden, mit dem das... Mit dem ich es demonstrieren kann. Hey, du da. Ja, du Kleiner. Du wärst genau richtig. Komm mal her, Junge. Okay, jetzt habe ich total, also... Ich glaube, ich lasse das lieber. Egal. Grant sieht süß aus. Oh, warte mal. Nicht hier. Ich brauche dich da. Zwischen mir und Zoe. Alles klar? Ich heiße Chloe. Ja, okay. Alles klar, mein Freund. Grüß Gott. Ich sag dir, wie man wilde Pokémon zu einem Pokémon-Platz lockt. Vor allem brauchst du das Pokeschnacks der Marke Grant. Ich geb dir mal ein paar. Stampus erhält 10 Pokesnacks Marke Grant. Grant. Also mein kleiner Freund, leg jetzt diese Pokesnacks auf die runde Fläche. Na hopp, mach schon. Okay, geht ab. Und zwar alle. Sieht aus wie ein Kuchen. Sehr schön, mein kleiner Freund. Genauso. Wenn du jetzt Pokesnacks geleckt hast, musst du nur noch... Es ist garantiert nicht bayerisch. Warum kann ich das nicht? Ach Gott, ich lese ihn jetzt nochmal. Nein, ich mache das jetzt so weiter. Ich gebe jetzt halt einen Schweizer Akzent. Weil das kann ich. Hä? So, aber jetzt ist der Typ ein Schweizer. Muss den Platz verlassen. Irgendwas erwischt... Irgendwann erscheint dann ein wildes Pokémon. Du musst nur ein bisschen warten. Ja. Das kann ich. Das ist besser. So läuft das. Je mehr Pokémon-Stacks du auslegst, desto länger wird das Pokémon bleiben. Und sie aufzufressen. Das macht das Fangen einfacher. Gell? Grüezi. Ja, Schweizer Deutsch kann ich besser als...
bayerisch. Und das ist auch wichtig. Meine Spezialanfertigung, der Pokémon-Platzsensor. Er ist, wie man sicher zugeben wird, absolut genial. Ja, ist klar. Meine Güte, haben Sie etwas selbst entwickelt und hergestellt? Aber verlieren wir uns nicht in unwichtige Details, sondern sprechen wir doch über das Wesentliche, nicht Zoe. Ich heiße Chloe, du Spast! Übrigens, Grant, können Sie uns etwas über den Pokémon-Sensor sagen? Ja, freilich. Das wollte ich gerade eben ansprechen. Mein Pokémon-Sensor ist spitze. Er meldet jegliche Bewegung auf einem Poképlatz, wo immer du auch gerade bist. Hier, mein Freund, zum Dank, dass du mir so geduldig zugehört hast, schenke ich dir etwas. Steck es in deinem PDA und alles, was du musst. Was? Das ist alles, was du musst. Und schon läuft ganz einfach. Ich sollte das wirklich lassen mit dem Akzent. Ich rede mich hier noch um Kopf und Kragen. Vielleicht beleidige ich gerade irgendwelche meiner Zuschauer, indem ich ihren jeweiligen Bundesakzent schlecht nachmache. Wenn ja, schreibt mir das in die Comments. Wenn ihr es toll findet, dann schreibt mir das auch in die Comments. Und wenn ich einfach nur gerade Scheiße laber, dann schreibt mir das auch in die Comments, ja? Bitte. Ich habe einen Pokémon-Platz-Sensor erhalten. Oh, Chip installiert. Mram. There it is, Pokémon-Platz-Sensor. Thanks a lot. Alles klar? Bist jetzt bereit? Wenn ein wildes Pokémon an irgendeinem Platz erscheint, meldet sich der Poképlatz-Sensor sofort. Ich habe insgesamt 3 Poképlätze entdeckt. Einer davon liegt westlich von hier. Jupp, das ist die Oase. Danke. Nutze die Poképlätze und fange ein paar wilde Pokémon. Probier es ruhig aus, mein kleiner Freund. Ja, super. Darf ich jetzt wieder abhauen? Ich glaube, ich darf wieder gehen. Ich gehe einfach mal wieder. Moment, warte. Ich würde gerne da bleiben. Weil... Oh ja, okay, jetzt sind sie tatsächlich weg. Ich nehme mir nämlich wieder 5 mit. Ich nehme mir wieder 5 mit. Danke. Und pack sie nämlich an den anderen Poképlatz, damit ich... eine größere Variabilität an Pokémon fangen kann, ma? Ja, yeah, Stampus mit seinen super Sprachkünsten. Variabilität. So. Oh, da ist schon wieder Grant. Ach, du bist... Du bist doch der Kleine, der uns bei der Reportage geholfen hat. Danke, mein Kleiner. Und jetzt ab hinter die Palme und da mache ich dreckige Sachen mit dir. Nein, ich bin überrascht, dich an einem Ort wie diesem zu sehen. Das bedeutet wohl, dass du dich sehr für wilde Pokémon interessierst. Das ist wunderbar. Dann hat es sich tatsächlich gelohnt, dir davon zu erzählen. Ach also, mein kleiner aufrechter Sammler wilder Pokémon. Ich habe dir informiert, dass die dich interessieren könnten. Aber mein kleiner Freund, ich hätte eine kleine Bitte an dich. Hilfst du mir? Dann helfe ich dir, abgemacht. Jo, geht ab, Alter. Jaha, dank dir vielmals. Weißt du, es gibt manche Pokémon, die nur sehr selten an einem Pokémon-Platz zu sehen bekommen. Knackleon, Gehweiler und Felino. Das ist mir bisher einfach nicht gelungen, diese 3 zu fangen. Wenn du sie fangen könntest und sie mir liebend gerne gegen andere Pokémon tauschen, weißt du. Ich erzähle dir... Warte, ich zähle auf dich, mein Freund. Und jetzt muss ich auf den Weg machen. Tschüss, Grant. Du hast schöne Federn an deinem Hut. Ups, fast hätte ich doch vergessen. Ich wollte dir noch diese besondere Information geben, nicht wahr? Hier, der letzte Poképlatz ist eine Hölle. Ist mein Lieblings-Pokémon-Platz. Du musst dich hier unbedingt ansehen. Also, ich soll jetzt gehen. Es war mir wirklich keine Freundin, mein kleiner Freund. Geh jetzt zurück nach Pyritus. Da kannst du mich jederzeit besuchen kommen. Bis bald, mein kleiner Freund. Jo, geht ab, Alter. Also, ich werde das auch zwischendurch mal oft nutzen, diese Poképlätze. Ich werde es wahrscheinlich rausschneiden und euch nur sagen, ob ich was gefangen habe oder nicht. Oder wenn was ich verpasst habe. Weil
Die meisten Pokémon, die man hier findet, sind relativ nutzlos. Es geht halt wirklich nur um die drei, die er haben will. Und er tauscht da echt super Pokémon gegen. Und ja, was noch ist... ich finde es auch ganz interessant, weil das ist die einzige Möglichkeit, sich Pokémon zu fangen, außer Krypto-Pokémon. Deswegen, ich werde schon mal zwischendurch da Snacks hinpacken. Ich werde es aber wahrscheinlich rausschneiden, weil es ist für die Story irrelevant. Und wenn ich was fange, werdet ihr es mitbekommen. So, wo will ich jetzt hin? Ich will jetzt nach Pyritus. Ja, ich will erstmal nach Pyritus und mir neue Pokésnacks holen, damit ich die auf den letzten Platz da legen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich die herbekomme. Ich glaube, aus Grants Haus. Ab zu Grants Haus.